Ziele haben wir ja alle, es muss besser gehen, ja? Aber die Ziele dürfen genau sein, auf den Punkt sein. Das heißt, wenn Sie sich für sich und Ihr Leben ein Ziel überlegen, dann darf das spezifisch sein. Das heißt, Sie machen sich ein klares Bild davon. Einmal im Monat Wandergruppe, 10 Kilometer. Das ist ein gutes Ziel. Da haben wir alles dabei, was wir vorhin gesagt haben, das Soziale, das Gespräch, die Gemeinsamkeit und das, was wir möchten, die 10 Kilometer. Jetzt ist die Frage, wie kommen Sie dahin? So, jetzt ist der Tag im Monat und jetzt gehe ich los und dann marschiere ich. Das funktioniert nicht. Wenn ich ein Ziel habe, eine Prüfung machen möchte, ne, Sie erinnern sich sicherlich an Ihre Schulzeit, dann darf ich daraufhin ein bisschen arbeiten. Das heißt, ich darf mir überlegen, was brauche ich denn, um in diese 10 Kilometer zu kommen? Ich brauche zum einen mal Kraft, dass ich das überhaupt durchstehe, 10 Kilometer zu laufen. Ja, also ich brauche Muskelkraft. Für Sie wäre wichtig, Krafttraining zu machen, 3x20, vielleicht ein-, zweimal die Woche. Ich brauche gute Kleidung, damit ich das aushalte. Ja? Bequeme Schuhe, das ist auch ganz wichtig, dass Sie das Äußere gut gestalten. Sie müssen festlegen, bis wann wollen Sie das. Das heißt, Sie brauchen letztendlich einen Plan. In Ihrem Fall gehe ich ja davon aus, dass Sie alle mehr Bewegung möchten, oder? Macht ja Sinn nach den Studien, die Sie gehört haben. Sie brauchen einen sogenannten Trainingsplan. Und so dürfen Sie Ihre Ziele ein bisschen formulieren. Und ich empfehle dann, wenn Sie so etwas möchten, ja, das ist ja ein ganz schönes, klares Ziel, malen Sie sich das irgendwo hin, machen Sie ein Foto oder eine Notiz. Überlegen Sie sich, wie kann ich es erreichen, dass ich eben herz-kreislauf-mäßig das schaffe und auch muskulär das schaffe. Und überlegen Sie sich, was brauche ich, dass ich das Gefühl habe, ich wandere schon. Weil bei 10 Kilometern darf ich durch Wanderschuhe anhaben, bequeme Kleidung. Und wenn Sie jetzt erstmal mit 500 Metern anfangen, dürfen Sie ruhig gern schon in dieser Wanderkleidung laufen, weil da haben Sie schon dieses Positive. Bald geht's los, ja? Also ich mache nächstes Jahr eine Alpenüberquerung. Wir wollen da 2 Wochen laufen. Und wir laufen jetzt schon regelmäßig mit dem Rucksack. Brauchen wir ja nicht, wenn wir hier tagsüber laufen. Aber wir üben das, ja? Das haben wir drauf und dann laufen wir schon mal und überlegen uns, sitzt der Rucksack gut, ist es schön so, brauche ich mehr Proviant, brauche ich weniger Proviant. Einfach wirklich schon mal in diese Situation reingehen. Sie sind schon am Ziel, so müssen Sie es immer vorstellen. Und dann laufen Sie halt jeden Tag ein bisschen, das würde ich jetzt da empfehlen. Und immer mal gucken, Sie fangen an vielleicht mit 20 Minuten, ziehen sich wirklich immer ganz bewusst die Wanderkleidung. Es ist ein Ritual, ja, weil Rituale helfen, voranzukommen und tun Sie es täglich. Was machen Sie denn an einem Tag, wenn schlechtes Wetter ist? Laufen Sie zu Hause in der Wohnung. Wenn Sie nur eben durch die Räume laufen, Sie kriegen auch Kilometer zusammen. Man kann zu Hause Gymnastik machen, man kann alles zu Hause machen. Wenn Sie an einem Tag mal nicht rauskommen, machen Sie das zu Hause. Ja? Sagen Sie nicht, dieses Wetter ist so schlecht, es ist Schnee, ich traue mich nicht raus, sondern heute nutze ich den Tag, ich mache das Fenster auf, ziehe mich warm an und laufe mal durch meine Wohnung. Ja? Sind Sie erfinderisch? Und haben Sie immer Ihr Ziel vor Augen. Und da hat jeder seine eigene Idee, was er tun möchte. Wenn er 10 Kilometer laufen will, das ist sein definiertes Ziel, wie viel muss er im Training laufen, dass man sagen kann, jetzt ist es okay? Es gibt so eine sogenannte Zweidrittelregel. Das heißt, wenn er regelmäßig 6 Kilometer laufen kann, ohne dabei lange und harten Muskelkater zu haben, sind Sie gewappnet für 10 Kilometer. Es kommt aus dem Leistungssport. Also ein Marathonläufer trainiert nie 42 Kilometer. Der rennt maximal im Training 30, die letzten 12 macht er nur im Wettkampf. Das heißt, die Regel bricht man einfach runter auf einen Mensch wie ihn und sagt, wenn du 6 Kilometer gehen kannst, am Stück, das muss er aber am Stück können, am Stück. Und er kommt durch und fällt, also sagt dann, okay, wenn ich zu Hause bin, habe ich zwar am Bein ein wenig gemerkt, aber jo, nach 2 Tagen war es wieder gut. Dann kann man sagen, so, jetzt hast du es geschafft, du hast dein Ziel erreicht, du bist bereit für die 10 Kilometer, ohne dabei in eine Überlastung zu laufen. Solange er noch nicht da ist, ist er noch nicht bereit für die 10 Kilometer. Viele merken es währenddessen nicht. Das ist ja genau die Krux der Geschichte. Währenddessen läuft er, läuft er, läuft er, denkt, alles ist schick. Und am nächsten Morgen wacht er auf und denkt, ja, vielen Dank für die Blumen. Ja, dann tut's, ne? Und dann haben Sie 24 Stunden Zeit. Und wenn Sie wissen, innerhalb von vier, das ist auch für Sie, wenn Sie Sport machen, in Ihren Gruppen, wo Sie überall sind. Ja, am nächsten Morgen, die Reaktion kommt zeitverzögert. Und dann weiß ich, war es gut oder war es schlecht. Eine Daumenregel ist 3 Schritte ein, 3 Schritte aus. Das stimmt und ist vielleicht für den einen oder anderen je nach Wetterlage nicht möglich. Dann würde ich mich immer danach halten, dass Sie während des Laufens sprechen können. Das können Sie ja mal bei sich machen.
Und wenn Sie merken, es strengt Sie an oder Sie kommen sehr stark ins Schwitzen, gehen Sie einfach etwas langsamer. Ich laufe mit meinem Mann zweimal die Woche. Wir laufen immer die gleiche Strecke, weil die gleiche Strecke ist für das Gehirn gut. Das Gehirn liebt Gleiches. Das kommt einem dann kürzer vor. Wenn wir manchmal eine andere Strecke laufen, dann denkt man sich, Mensch, oh, das ist erst 4,8 Kilometer, das fühlt sich länger an. Also suchen Sie sich gerne immer die gleiche Strecke. Und wenn ich stressige Tage habe, dann merke ich an mir, ich bin innerlich unruhiger und dann geht mein Puls auch schneller hoch als an Tagen, wo ich entspannt bin. Also da dürfen Sie auch immer ein bisschen reinhorchen in sich. Und vielleicht ist eine Pulsuhr eine Hilfe. Ich versuche immer für mich unter 110 Puls zu laufen, damit ich mich schön regeneriere und letztendlich so ein Grundlagentraining mache. Circa immer 3 Monate. Natürlich haben Sie schon eine Verbesserung nach. Schon nach 3 Wochen werden Sie schon merken, es tut sich was. Aber um das stabil zu generieren oder dass wir es auch messen können, sagen wir immer ungefähr 3 Monate. Wenn jetzt jemand Schmerzen hat oder wieder zwischendurch Anfälle hatte oder eine Erkältung, dann wird es sicherlich dementsprechend etwas länger dauern. Also ist der Zeitraum 3 bis 6 Monate ein guter Zeitraum. Aber dann sind Sie auf einem wesentlich anderen Level und haben letztendlich unsere Life-Formel einmal für sich durchlaufen, indem Sie einfach begonnen haben, Schritt für Schritt. Und dann kann man wieder ein neues Ziel, eine neue Schippe drauflegen.